Der Kreis schließt sich Franz Anton Hofmeister, ein in Rottenburg geborener Wiener, so wie ich in Bonn geboren bin und auch ein Wiener. Beethoven und ich haben eines gemeinsam. Hofmeister lebte dann in Wien, hat sehr viele Werke seiner Zeitgenossen herausgegeben, auch Beethoven und vor allem auch Mozart. Und er hat bei Mozart diese Klavierquartette in Auftrag gegeben, wo wir heute das G-Moll musiziert haben. Er hat an sich bei Mozart 4 Klavierquartette in Auftrag gegeben. Nur wie er das G-Moll gehört hat, der Hofmeister, hat er ihm geschrieben, schreib populärer, so eine Musik kann ich von dir nicht drucken. Weil Mozart war für seine Zeit schon viel zu weit, zu schwierig für die damalige Zeit. Und Mozart hat darauf ihm geschrieben, ich schreibe so, wie ich schreibe und dann druck halt nichts mehr von mir. Und Hofmeister hat sehr viel komponiert für Flöte und Streichquartette, Singspiele, aber auch für die Viola d'Amore. Und die Viola d'Amore ist ein 12- oder 14-seitiges Instrument. Für die Wiener Klassik braucht man ein 14-seitiges Instrument. Dieses Instrument ist von 1735 in Linz gebaut und wir spielen aus einem Divertimento, sozusagen aus Rausschmeißer, ein Presto. Ich danke dir, dass du uns eingeladen hast. Ich hoffe, wir werden bald wieder mal gemeinsam musizieren. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Sollten Sie mehr von der Viola d'Amore hören wollen, kommen Sie morgen um 17 oder um 19 Uhr nach Waldsassen. Dort musizieren wir Freunde des Hauses.